Zwei Fragen an dich, Eddie. Wo ist Chris? Und wo sind die Millionen? Der größte Raubüberfall in der US-Geschichte. Ja, du wunderst dich, dass du schon am ersten Tag eine gekriegt hast. Du bist Chris, richtig? Ja. Ich bin Tony. Da ist es. 25 Millionen Dollar. Oh, 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 aufpassen. Da ist eine Kamera. Gleich dort. Nach einer wahren Begebenheit. Mach das, als wären es die 83.000 deiner Mutter. Ich weiß ganz genau, was du da hinten denkst. Bargeld bringt die Leute auf die verrücktesten Gedanken. Was immer du dir überlegst, schlag's dir aus dem Kopf. Was kann denn so Schlimmes passieren? Ab jetzt wirst du die schweren Säcke heben. Das kann ich dir garantieren. Hände hoch! Nur die Ruhe, Jungs, wow! Lasst eure Waffen fallen! Ihr Schweine! Wenn sie irgendetwas zu tun hatten mit dem, was da passiert ist. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich mochte den Mann. Er hatte Familie. Diese Wichser geben Tonys Frau nur 5.000 statt 50. Und ich weiß, sie klauen, glaub mir. Ja, alle außer dir, Mann. Oh. Weißt du, was ich mit 25.000 Dollar machen kann? Manchmal macht Geldgier. Denk einfach drüber nach. Wir reden hier nicht über Autodiebstahl, klar? Genau darüber reden wir. Bist du verrückt geworden? Ich hab dir gesagt, dass ich komme. Aus einem aufrichtigen Mann. Ich hab draußen eine Runde gemacht, kam zurück und dann hat mich jemand... Jemand hat sie niedergeschlagen. Einen Kriminellen. Wir haben 3 Einbrüche in demselben Depot. Wir haben 2 Tote, wir haben keine Verhaftung. Dann kann ihn ja jemand ins Krankenhaus schaffen. Ich hab dir gesagt, dass wir es schaffen können. Verpiss dich aus meinem Leben und sag Mike, das gilt auch für ihn. Die Cops wissen alles. Ich will das nicht tun. Ich tue das für meine Familie. Die Waffe runter! Hör zu, Mann, ich will nicht auf dich schießen! Pass auf! Er ist sauber. Empire State. Lass den gehen. Und düsen wir jetzt ab? Ja, ziehen wir es durch.